Donc, cette première table ronde. Roundtable, hier geht es um das sogenannte PREPEC-Verfahren unter dem Vorsitz von René Morserier. Aber wie ich eben schon darauf hinwies, ist er aus persönlichen Gründen heute nicht anwesend. Ich vertrete Sie also aus dem Stegreif. Ich möchte also im Rahmen dieses Roundtable-Gesprächs André Wondrasek begrüßen, Doktor der Universität Charles in Prag und bei der EU-Kommission für Justiz zuständig und einer der Verfasser des Richtlinienentwurfs. Richtig? So ist es. Und dann, ja, ist doch richtig, oder? André Wondrasek stellt die Richtlinie oder den Entwurf erstmal vor. Judith wird, glaube ich, das auch an die Wand werfen können, oder? Sie hatten doch etwas vorbereitet, oder? Na gut. Ja, also dann möchte ich Ivo Meinert, Willruth, das Wort geben. Alle kennen ihn. Rechtsanwalt und vor allem Vorsitzender von VEP. Und er hat auch im internationalen Bereich und in der im Rahmen des American Bankruptcy Instituts Verantwortlichkeiten. Und dann soll einem Vertreter des Conseil National, der Coutry, das ist der Rahmen, der auch die Arbeitsgruppe der Solvenz beherbergt und seit 2019 auch Mitglied des VED. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um darauf hinzuweisen, wie froh ich darüber bin, alle hier wiederzusehen, die Kollegen und Kolleginnen nicht nur aus Frankreich, sondern auch die VED-Kollegen aus Deutschland. Und ich möchte noch einmal wiederholen, wie glücklich ich darüber bin, dass auch Axel im Conseil National und ich persönlich, also dass ich das alles ermöglicht hat, dass ich hier Mitglied werde im VED. Es ist für mich also ein doppeltes Vergnügen, das heute hier anwesend zu sein. Ja, vielen Dank. Und ja, dann müsstest du eigentlich Deutsch sprechen als VED-Mitglied. Ja, ich habe die Besonderheit, dass ich die deutsche Sprache nicht beherrsche. Das ist mein besonderes Merkmal. Ja, und dann Bart Heinings, ein belgischer Experte auch für Insolvenzverfahren, Umstrukturierungsverfahren, der auch Akademiker ist. Und er wird also einen Überblick geben über die belgische Lage. Und also EU-Kommission, deutscher, belgischer, französischer Standpunkt und dann belgischer Standpunkt. Alle erhalten also das Wort, dann findet ein Gespräch statt, eine Diskussion und die EU-Kommission, ihr überlasse ich dann das Privileg, diesen ersten Roundtable, also diese erste Runde dann abzuschließen. Das haben wir gestern vereinbart, also ich vermute, alle sind damit einverstanden. Das Gegenteil würde mich doch sehr verwundern. Ich möchte jetzt gleich André Wondrasek das Wort geben. Meine Damen und Herren, ich möchte meine Präsentation auf Englisch vortragen. Oder vielmehr, ja, also meine Präsentation wurde ja auf Englisch vorbereitet. Wenn es Fragen auf Französisch gibt, kann ich die gerne auch auf Französisch beantworten. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Aber ich kann auch ohne Präsentation auskommen. Und jetzt also möchte ich auf Englisch wechseln, um die Präsentation vorzustellen. I would like to today present you the proposal on harmonization of certain aspects of insolvency, which the Commission proposed in December 2022. I would like today to explain you rather the wise, why we have adopted it, and rather from the bird's eye view than from the law, and to see you the larger, bigger perspective which we have here in Brussels to see how the insolvency procedures could be harmonized. The proposal
which the Commission adopted in December 2022, is now in the Council and in the Parliament, and it's the right time to present it. It's the right time to discuss it. It's the right time to inform the legislators, the Council and the Parliament in the following discussions, which will take definitely months. We hope that they won't take too many years. First, why we have engaged in the adoption of the of a new proposal given on new proposal on harmonization of insolvency, given that at the moment still 7 member states did not manage to transpose the previous restructuring and insolvency directive. Well, first, and that's first point when I come from the bigger economic and bird's eye view, it was largely driven by the Capital Markets Union communication, so by the financial world. And they asked asked us a very simple question. We'll say, well, when we are able, when we were able in the crisis after 2008, 2010, to save, arrange for a pre-pack sale of a bank over a weekend, because if it's longer than a weekend, it's gone, why couldn't we do the same with the corporate? They are less complicated than the banks. They are smaller. They don't have such a complicated capital structure. And from a lawyer's point of view, you can find a lot of arguments why this is not possible. From economic point of view, this is difficult. This is difficult to counter that argument. But we said, well, there is certain truth in it, and we should look at it. Whether we could not make similar proceedings as the is in the banking world, although legally this will be a completely different tale than what is going on, what is in the banking industry. So that's the first why for the pre-packs and for certain aspects of harmonization of the directive. Why we engaged in that. The second one, which is expressed for those who very well know the European Insolvency Regulation from 2015, it still said that the substantive law in the EU are widely differing. They are still widely differing, and sometimes it is being the area of insolvency resembled to the tax area. Well, it's very differing, and it's extremely difficult to harmonize harmonize any aspects of it. Therefore, and that's necessary for the internal market, as was said in the US, the bankruptcy law on the federal level. If we want to have a functional internal market, then we we need to harmonize and have a certain procedure similar, so that it can accompany the company law, where the harmonization is going going more quickly. Economically, also, if we have harmonized at the certain aspect of insolvency proceedings, the investors can see, and it's easier for them to understand if a company, which is, for example, a bigger one, has subsidiaries, how the insolvency proceeding will work. They could get better recovery rates. The more speedy proceeding will prevent value destruction. The value destruction, that's one of the speed and the value destructions, as they are mentioned in the relevant recitals concerning the pre-packs, are the main guiding points of the pre-pack proceedings, which we come back to. Later on, in more details, when we discuss the hows, not the whys. We have engaged, when we were trying to draft the proceeding, in a discussion on a wider number of subjects than only pre-packs. We have discussed the ranking of claims. The European Central Bank was a proponent of harmonization also of ranking of claims. We have also discussed the questions of harmonization of the definition of insolvency. We have discussed also the
EU possibility of EU harmonization of requirements regarding insolvency practitioners. Lawyers have their directive, insolvency practitioners. Insolvency practitioners do not have them. We have discussed also issues regarding interim financing and privileges of states in the ranking of claims. But these aspects, we have not retained them for the harmonization, for the final proposal, for, I would say, two reasons. One, a general one, which is necessity and subsidiarity. There are always voices which say, well, you should have done a EU insolvency code, which would either replace national insolvency law largely or run next to the national insolvency laws. But this is, I would say, economically interesting, legally and constitutionally within the EU at the moment non-feasible. So we have also considered, we have decided not to do the unification because that would be too much and that probably would be the subsidiarity via regulation. We have considered also the from the other part of the spectrum the recommendation and the way this happened in 2012-2014 and there were internal discussions for the last 2 years. Shall we make recommendation? Shall we make a directive? Shall we make directive and recommendation? If you have read the Capital Markets Union communications, the word recommendation appeared there next to a directive. Finally, in the internal sort of political process, it was decided that there would be only a directive, and the question was: would it be on all the subjects I have mentioned, or only on certain subjects? Finally, decision was taken to harmonize only certain aspects of insolvency law, not all of them, not the whole shopping list that we have discussed in the expert group, for the reason that's the second one of so political feasibility. So that the proposal is not rejected upfront by the council or the parliament, and the work does not go directly to a dustbin. So trying to find out a reasonable proposal which would have chances to pass through, but on the other hand, which would regulate the main key points which are necessary for the internal market. Now, in order not to be long, I come more specifically to the prepacks. Prepacks are to a certain extent similar to what we have in the previous restructuring directive, from the point of view that certain member states absolutely do not know them. When we adopt the restructuring directive, a non-negligible number of member states came to our side. What is a preventive restructuring? We never heard of that. Whereas in certain member states, it's a practice in France, in Germany, in Netherlands, where it works perfectly. But it's a complete novelty for a non-negligible number of member states, a preventive restructuring. The same goes with prepacks. This is even a bigger novelty for even a larger number of member states. So we are coming with something which I would say is very bold, very courageous, very, very daring, because most of the member states, and I would say probably most of them, they have never heard of prepacks. Never. So this we need to explain that. It is sometimes when you come on a green grass meadow when there is nothing and you're trying to build that, it's sometimes easier to adopt it then in the council than for something that where there is already 100 years jurisprudence of different courts. The prepacks we have tried. I was trying to compare it to something, and it's probably if an animal is limping, company is limping, but it's not yet dead. Question is: will we decide to kill it or will we decide to cure it? And for that reason, we'll say, well, if it goes to hospital, to the insolvency proceedings, usually the outer world considered it's dead.
So therefore we try to create with the prepacks a special department before the hospital, the preparation proceeding, and inside the hospital. That goes quickly, and then trying to still cure the limping, trying to cure the limping animal. So that's something which we would like to introduce into all member states which are there. Because there comes the second point, which was similar also to second point in which it is similar to the preventive restructuring from the bird's eye view. In number of member states, there was insolvency traveling, the creation of artificial forum shopping in order to get to a different member states to do the preventive restructuring. Same goes for prepacks. We change the committee, we artificially get to another member states to be able to do the prepacks. And we in the commission said, no, in each member states you should have the possibility to do the prepacks. In the same way as you have the preventive restructuring. So that's another reason to basically limit the insolvency tourism, which is a waste of money. It can hurt public interest, and is not conducive to an internal market. So, we came with the prepacks, which important point. This is not copied from any. Legislation of member states were some kind of prepacks work. This was designed trying to see those member states where the prepack was. There you will be able to see similarities, for example, with French law, but it's not French law. You can see similarities maybe with the Dutch prepack, but it's not the Dutch prepack. It's a self-standing procedure which doesn't copy anything. Also, it takes an inspiration. So it's a completely new one. The two leading ideas behind that, which I mentioned, are avoidance of value destruction. So the avoidance of the value destruction as one of the leading objective is to prevent the sale and attribution of the price within the insolvency. So the preparation price, which is aimed at getting the best price for the enterprise in difficulties, is not an insolvency liquidation procedure, because as soon as you are in the insolvency liquidation procedure, the price will start to be extremely volatile and will be basically a stress sale. So that's why when we created the prepacks, which have the preparation procedure and the liquidation procedure, try to put in the first one, still before formal insolvency procedure, the process to find the best bid to acquire the enterprise in financial difficulties. The second point, speedness. We wanted to avoid the problem of what we call melting cube. The company which is in difficulties and can be safe, if it takes too long, as I said with the bank, if it's not sold in 2 days, it's gone. This is probably not 2 days, but if it takes for months, it's gone. It needs to be done, we say, in a range of weeks. So therefore, if there is then the approved public sale, if there are public auctions, we have made 2 weeks, 4 weeks, four weeks time periods for realization, for example, of this public auction. We have created the role of a monitor, which is an invention which for the moment doesn't exist anywhere under EU law. The person who should try to find the best bidder and possibly also administer the proceeding in the liquidation phase. We have tried to ensure that there is a single court within the member states which deals with the prepack. Once there starts to be more than one court starts to be competent for the issues relate for the prepack and the related issues, it takes too long. It needs to be done quickly, so within a court. We have clarified the relationship with the directive
Then I always forget the number relating to the transfer of undertaking and transfer of employees in relation to the latest Heipleck case, which was ruled by the European Court of Justice to consider the liquidation part of the prepacs as a bankruptcy proceedings, which then allows for using the exception which is in Article 5.1 on the directive. So create a self-standing process of sales of enterprise, this including the transfer of employees, which would have a differing regime from the regime where an undertaking and the employees are transferred outside of the insolvency. For the preparation phase, we have used, as I said, the preparation phase is sort of preventive restructuring light. We have there the stay of the proceedings, which is referred to back to the restructuring directive, the debtor in possession, so that the company can run. We have there the executory contracts, which then go also for the liquidation procedure. So that's basically before going to the hospital. This still, the preparation process, finding the bidder, trying to find the best bid, this takes part before the insolvency, before going to the hospital. And when we go to the hospital, when there is the liquidation phase for approval, the safe process, we try to create a special department so that this goes in the, that it sort of receives in the hospital the preferential treatment and gets adopted more swiftly. So then the court and the creditors and others can approve it in a way that is speedy and doesn't create the value destruction in this area. One last point which I mentioned on the house on the whys and also bit on the house is there are member states, and it's particular, I would say France, which in this respect have specialized courts where you have the institutional setting for prepacs for preventive restructurings, whereas In number of other member states, the one I know best, Czech Republic, where I'm coming from, but also another, this doesn't exist. You don't have specialized judiciary which would be able to deal with these cases. So in case you put a lot of obligations on the courts, it will work somewhere, but it will not work in those member states where the institutional capacities for these type of proceedings are not made. So, in order to have a working unit, we need to deal with member states where the institutional capacity exists as well. For this, I mean, it exists everywhere, but I mean for this, for the prepacs. But also with member states where it doesn't exist in this proper setting. We hope it will work. It clearly is far from being perfect. Also, the restructuring directive, if you look at the Commission proposal and in the result, has been changed in the Council and Parliament, and I would say in most places for the good. So we will now clearly have a number of months, and I would say lower amount of years, hopefully not more, to basically enhance the process, enhance the prepex, do their necessary modifications if needed, and try to make this something which somebody said in the Heipleck case, the prepex were given new life. So they were almost dead. Now they realize we give it a bigger push, and we would like that in, let's say, 5 years, this becomes something normal. As where preventive restructuring was mostly unknown, now it's becoming something which is normal. To conclude, if we are able quickly in the EU to create prepacs which would work both cross-border,
where the A-Link business is sold cross-border as well as in the as well as on the national level, and we avoid destruction of employment, we create destruction of our EU businesses, it will make us stronger also at the international level towards the main competitors, the US or the emerging economies. If we, on the other hand, will continue to destroy our businesses in case they are in financial difficulties, this will also hurt our competitiveness at the international level. Thank you very much for your attention, and I hope we will have a fruitful discussion on the details of it. Merci. Merci beaucoup pour cette, ja, vielen Dank für diese Präsentation in zwei Stufen. Erstmal ein Hinweis auf die Entwicklung dieser Richtlinie als Antwort auf eine Frage, die ich in der Einführung gestellt habe. Und dann haben Sie noch mal daran erinnert, warum Sie sich dafür entschieden haben, das Pre-Pack-Verfahren in die Richtlinie zu integrieren. Ich möchte jetzt einige Fragen an unsere Mitwirkenden richten. Zunächst mal, sind Sie für diese Entscheidung, das Pre-Pack-Verfahren in allen EU-Mitgliedstaaten umzusetzen, verbindlich, wenn es das Verfahren in Ihren Ländern gibt? Ja, die Übertragung der Richtlinie, wird die da Probleme verursachen oder nicht in Bezug auf das bestehende Verfahren? Wir wissen ja, dass die EU-Kommission sich inspiriert hat von bestimmten nationalen Verfahren, hat keines kopiert und übernommen, aber die Umsetzung könnte trotzdem Schwierigkeiten verursachen. In denjenigen Ländern, in denen das Verfahren nicht besteht oder nur unvollkommen besteht, lückenhaft besteht, welches wird der Beitrag der Richtlinie dort sein und der Vorteil? Eine weitere Frage, wie kann man den Text verbessern? Denn es wird ja auch im Rat, im Parlament Diskussionen geben, Änderungsanträge, die zu einer möglichen Verbesserung des Textes beitragen. Der Wortlaut muss nicht so stehen bleiben unbedingt. Ich denke insbesondere an die interne Kohärenz, die Schlüssigkeit. Pre-Pack-Verfahren hängt zusammen mit der Abwicklung, könnte aber auch generell im Zusammenhang mit Unternehmensinsolvenz betrachtet werden. Kann man diesen Punkt nicht korrigieren? Obwohl das ein Konsens ist, wissen wir, dass es auch Befürchtungen gibt in Bezug auf den Schutz bestimmter Rechte, insbesondere Gläubigerrechte oder auch Beschäftigtenrechte. Denn das Verfahren ist zwar diskret, kann aber sicherlich einige privilegieren, bevorteilen in Bezug auf andere. Wie findet man hier den guten Kompromiss? Und dann eine letzte Frage an die Mitwirkenden in Bezug auf die Umsetzung des Pre-Pack-Verfahrens, die Sie bereits angesprochen haben. Zur Umsetzung oder die Umsetzung setzt voraus, dass Insolvenzverwalter dieses Verfahren begleiten, steuern. Und wir brauchen auch Gerichtsbarkeiten, die ermöglichen, diesem Pre-Pack-Verfahren einen Rahmen anzubieten im Rahmen der Insolvenzverfahren. Das sind die Fragen, die ich an die hier anwesenden Mitwirkenden stelle. Ich beginne mit Ivo Meinert, wenn er dann will. Ja? Willst du? Mit ein Mikro. Ja. Ist es an? Ja. Okay. Also, natürlich möchte ich. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung beim VID, bei Axel Bierbach und bei Robert Hähnel und bei den französischen Kollegen beim Conseil National. Bevor ich auf die Fragen eingehe, möchte ich eigentlich die Gelegenheit ganz kurz nutzen, hier noch mal kurz zwei Sätze zum EEP zu sagen und auch zur Stellungnahme zum EEP, zum gesamten Vorschlag, der hier gemacht worden ist. Der EEP präsentiert aus 12 Mitgliedstaaten insgesamt 15 Mitgliedsverbände. Dahinter stehen in der Regel mehr als fast 5000 Insolvenzverwalter europaweit. Es ist die einzige Organisation, die es in dieser Form in Europa gibt. Und wir unterstützen im Wesentlichen alle Titel, die hier vorgetragen werden, auch den Titel Pre-Pact. Ich möchte es aber nutzen, dass wir hier uns auch klar positionieren, dass wir den Titel 6, wo es um Kleinverfahren geht und die Regelung zu Kleinstunternehmen, also das Special Regime for Winding Up of Micro
Enterprises, dass diesen Anteil, diesen Teil, Titel wir überhaupt nicht unterstützen. Dafür würde ich vielleicht zwei, drei Sätze kurz sagen wollen, bevor ich auf Prepack eingehe. Ich glaube, hier wird von der Kommission einfach übersehen, dass wir in vier Mitgliedstaaten wie Frankreich, Deutschland, Italien, auch Holland funktionierende Systeme dort haben, dass es hier zur Regulierung eines Marktes kommt, in dem 80% der Verfahren wegfallen werden, ist im baltischen Raum dieses System ohne Verwalter schon gegeben hat und es krachend gescheitert ist, dass aufgrund der Regulierung der Größen hier dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet ist. Genau das, was die Kommission eigentlich erreichen will, dass der Kapitalmarkt hier zufriedengestellt wird, nicht erreicht wird. Ich glaube eher, dass es bei Banken zu Verteuerungen für Kleinstunternehmen im Startup-Bereich zu Finanzierungsproblemen kommen wird, weil Sicherungsrechte in Zukunft nicht beachtet werden, weil Kleinstunternehmer überhaupt nicht wissen, wie sie eigentlich zwischen eigenem Eigentum und Fremdeigentum unterscheiden sollen, gemäß wie sie Sicherungsrechte berücksichtigen sollen. Und wenn man sich diese ganze Reihe anguckt und sich die funktionierenden Systeme in Deutschland und Frankreich anguckt, der Verwalter hier eine objektive, neutrale Rolle spielt, diese gesamten Rechte zu beachten und dass er dies bitte auch in Zukunft tun soll. Und wir uns deswegen klar gegen diesen Punkt hier positionieren. Alle anderen Punkte unterstützen wir, aber dies sollte von der Kommission bitte nochmal überdacht werden und geregelt werden, beziehungsweise berücksichtigt werden, ob dies weiter so verfolgt werden soll. Komme ich zu deinen Fragen zum Prepack? Ja, wir unterstützen den Prepack. Wir sehen eine ganze Menge Vorteile, die hier heute von André auch schon angesprochen worden sind. Es geht um Werterhalt, es geht darum, die Verfahren schnell abzuwickeln. Das sind klare Vorteile von dem Ganzen. Wir begrüßen auch, dass es ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten ist, also eine Ergänzung zu dem, was wir schon haben. In Frankreich gibt es das Ganze schon bereits, wird auch erfolgreich praktiziert. In Deutschland gibt es was Vergleichbares de facto, wo wir in der vorläufigen Insolvenz alles vorbereiten, um nach 3 Monaten zum Tag der Eröffnung des Verfahrens ein Unternehmen dann zu verkaufen. Schwierig sehe ich an dem Ganzen, das sind eigentlich 3 wesentliche Kritikpunkte, wo man, glaube ich, wenn man nachbessert, man auf die Fragen und die Punkte, die hier gegangen sind, das regeln kann, dass es noch besser wird. Ich glaube, es sollte klar geregelt werden, dass sich das Unternehmen nicht nur in einer Likelihood of Insolvency befindet, sondern dass es eigentlich Insolvenzgründe gibt, wie Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, wo das Ganze eingesetzt wird, da es sonst zu einer ausufernden Handhabung kommen kann. Dann ist es so, dass, glaube ich, nochmal herausgearbeitet werden sollte und verstärkt berücksichtigt werden sollte, wie ist dieser Prozess, ist da wirklich Transparenz für die Gläubiger? Ich glaube, die Gläubigerrechte in diesem Prozess müssen noch gestärkt werden, sie müssen mehr involviert werden, sie müssen die Chance kriegen, hier mit teilzunehmen. In der Regel wissen die wesentlichen Gläubiger auch, wie es um die Unternehmen steht. Und man muss im Rahmen des Bewertungsprozesses den Missbrauch vermeiden. An der Stelle möchte ich betonen, ich finde es immer ganz interessant, dass wir eigentlich immer den Amerikanern und den Engländern mit ihren Tools folgen, aber gar nicht sehen, dass in den Jurisdiktionen schon an vielen Stellen einfach zurückgerudert wird. Das ist im Chapter 11 in Amerika der Fall und das ist auch beim Prepack in England der Fall. Ja, also in England gibt es eine massive Bewegung, vor allen Dingen getrieben von Gläubigern, die dem Prepack extrem kritisch gegenüberstehen, weil es zum Missbrauch von Gläubigerrechten kommt. Und in deren Stärkung geht es im Wesentlichen, ja, dass diese Rechte nicht berücksichtigt werden. Unter diesem Hintergrund glaube ich, dass der Prozess, dass es ein transparenter und wettbewerbsorientierter Findungsprozess für den besten Preis, der zu zahlen ist am Markt, für diese Firma nochmals klarer rausgearbeitet werden sollte. Das ist, glaube ich, möglich. Und dass man ab bestimmten Größenordnungen, die man festschreiben kann, zwingend einen Dual-Track-M&A-Prozess voraussetzt. Was auch nicht erlaubt sein sollte, ist, dass es durch den Schuldner möglich sein sollte,
Legal oder Expert Opinions vorzulegen über den tatsächlichen Wert der Firma, sondern dass dies klar beim dann sogenannten Monitor oder Sachwalter angeordnet sein sollte. Ergänzen sollte man auch, dass es nicht nur ein Debtor-in-Possession-Verfahren sein sollte, also eine deutsche Eigenverwaltung in Anführungsstrichen, sondern auch in anderen Insolvenzverfahren das Ganze angewendet werden können. Aus deutscher Perspektive jetzt noch sehr spannend, ich glaube interessant, die Möglichkeit, dass Vertragsverhältnisse übergeleitet werden an einen neuen Vertragspartner, ohne dass der Vertragspartner zustimmen muss. Das würde in Deutschland gegen den Grundsatz der Vertragsfreiheit besprechen. Als Verwalter und Berater würde ich das großartig finden, wenn das möglich ist, ja, in bestimmten Punkten. Ich glaube nur, es wird dem deutschen Gesetzgeber sehr schwer fallen, das umzusetzen. Das, glaube ich, ist zu berücksichtigen. Und auf der anderen Seite gibt es ja in der, gibt es auch noch die Regelung, dass die Richter im Rahmen dieses Prozesses dann auch Vertragsverhältnisse beenden sollen. Und ich glaube, dass sich da vor allen Dingen in Deutschland deutsche Richter sehr schwer tun werden mit. Ich glaube, da wäre eine generelle Regelung im Gesetz oder im Gesetzeswurf begrüßenswert. Und dann als letzter Punkt in der Kritik, das würde ich aber gerne offen halten, ist für mich nicht klar, warum es eine öffentliche Auktion geben soll oder muss, wenn man vorher den M&A-Prozess ordentlich durchlaufen hat und sozusagen ein Stalking-Horse-Rennen macht und dann nochmal in ein tatsächlich öffentliches Versteigerungsverfahren geht. Das macht aus meiner Sicht relativ wenig Sinn und würde dazu führen, dass in der Vorbereitungsphase auch nur die niedrigsten Angebote an den Monitor, an den Sachwalter abgegeben werden. Ich glaube, da sollte die Kommission sich entscheiden, was sie möchte und also ob sie zwingend das Gericht mit involvieren will im Rahmen eines öffentlichen Versteigerungsverfahrens oder einfach darauf setzt, dass der Sachwalter hier den Prozess objektiv genug monitoren wird. Und dann sollte man auf jeden Fall, das ist mein letzter Punkt, verhindern, dass der Debtor, also der Schuldner, den Monitor, den Sachwalter, der vom Gericht zu bestellen ist, mitbringt, sondern dass man darauf achtet, dass dieser tatsächlich durchs Gericht bestimmt wird und hier möglichst die größte Objektivität hat, weil schon in der Situation, das kann man aus dem Marktgeschehen sagen, als Praktiker, wird es auch für den sehr schwierig sein, wenn das Player auf der anderen Seite sind, die diesen Verkaufsprozess beraten, auf der Schuldnerseite begleiten, hier seine Objektivität zu behalten. Dies wird nur gewährleistet, wenn er tatsächlich durch das Gericht ausgewählt wird, und zwar unabhängig vom Vorschlagsrecht. Damit bin ich zu Ende. Danke. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement tenu les 10 minutes. Ja, die Zeit war perfekt. Und nun möchte ich das Wort erteilen meinem Kollegen Christoph Thévenot. Das französische Modell haben wir ja bereits besprochen, das die Kommission auch inspiriert hat. Und zwar die Unterschiede, die wir zu Frankreich kennen. Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, auch den Text zu verbessern an der Stelle. Ja, das Werk, die Methode, die wir hier haben, ist das, was wir hier von Ivo vorgetragen haben, ist wirklich exzellent und es ist tatsächlich etwas, was man auch öffentlich wiederholen muss. Nun auf Ihre Frage einzugehen. Es gibt da Ähnlichkeiten mit der Direktive, dem niederländischen Recht, der niederländischen Rechtssituation. Ich möchte trotzdem sagen, dass bei der Direktive uns schon überrascht hat, dass es da etliche Punkte gibt. Das ist eigentlich von der Struktur her genau unser Gesetz ist. Das hat mich schon mal ziemlich überrascht. Im Detail gibt es natürlich Unterschiede. Aber die Struktur, die Grundstruktur dessen, was vorgeschlagen ist, mit der Vorbereitungsphase, mit der Verkaufsphase
und einer ganzen Reihe von begleitenden Mechanismen erinnert in überraschender Weise, um nicht zu sagen, zu 90% unserem Recht und unseren Arbeitsweisen. Also das ist der Aspekt der Direktive, der uns jetzt hier nicht schockiert hat, und wir werden hier keine Revolte anzetteln. In dem Mechanismus möchte ich auf das eingehen, was Ivo gesagt hat, und zwar die Fähigkeit, dass Gerichte eben einen Verkauf anberaumen können, eine Versteigerung oder eben eine Angebotsabgabe. Das wird dazu führen, dass die verschiedenen Anbieter geringe Angebote im Rahmen dieser Ausschreibung einreichen werden. Und die sagen sich, ich gebe jetzt, mache jetzt eine kleine Summe und später schaue ich mir das genauer an. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Da gibt es intellektuell einiges dazu zu sagen. Man kann das mit der französischen Praxis vergleichen, wo das Gericht die Möglichkeit hat, eben eine Ausschreibung zu lancieren. Das geschieht häufig. Indes muss man sagen, wenn es einen sehr ernsthaften Bewerber gibt, der sich ganz klar auch im Vorfeld bekannt gemacht hat, wird der jetzt nicht besonders niedrig bieten, sondern er wird von Anfang an ernsthaft bieten. Also das sind jetzt Punkte, die ich kenne und wo ich aus der Praxis was beschreibe. Es ist sehr ähnlich, was in unserem Gesetz gang und gäbe ist. Seit 2014 haben wir den Prepack in unserem Gesetz. Der Grund, weswegen Prepack ein gutes Werkzeug ist, ist der Hintergrund. Und das wurde ja bereits erwähnt. Es geht um die sich frei bewegen können von Märkten, von Kapital, von Unternehmen. Aber die Periode des Unternehmens, das Unternehmen, was in Schwierigkeiten ist, kann eben weiter betrieben werden und behält auch seinen Wert in dieser Übergangsphase. Ein wettbewerbsorientierter Prozess, den Ivo vorhin erwähnt hat, ist nicht unbedingt zwingendermaßen ein öffentlicher Prozess, ein öffentliches Ausschreiben und ein M&A-Prozess. Verfahren, das der Tradition entspricht, also kleine Unternehmen oder ein größeres Unternehmen, sodass den laufenden Verpflichtungen nachgekommen werden kann, führt nicht dazu, dass nachher die Unternehmen in der Zeitung ausgeschrieben werden, sondern die Unternehmen bieten eher im Vertrauen, machen das nicht groß öffentlich und tragen dazu natürlich auch zum Werterhalt des Unternehmens beim Eigentumsübergang bei. Also das ist ein exzellentes Werkzeug in unserem Werkzeugkasten. Das kennen alle Insolvenzprofis in Europa, vor allem die Franzosen. Aber trotzdem ist es kein Werkzeug, das häufig zum Einsatz kommt. In unserer Arbeit haben wir seit 2014 selten auf Prepack zurückgegriffen. Also es gibt die seltenen Fälle. Dort sehen wir, dass die Gerichte das Angebot vom Verwalter, der im Vorfeld auch als Verwalter, Krisenverwalter oder im präventiven Verfahren eingesetzt worden ist. Und in den meisten Fällen sagen die Gerichte, wir schauen uns das sehr genau und sehr schnell an, innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Da zählt man tatsächlich in Wochen, aber wir geben trotzdem die Möglichkeit, eröffnen die Möglichkeit, dass andere Bewerber sich auch ein Angebot abgeben können, die vielleicht gar nicht auf dem Laufenden waren und die sich vielleicht noch im Nachgang äußern. Also das Gericht kann dann eine weitere Ausschreibung innerhalb von 3 bis 4 Wochen eröffnen. Und in unserem Recht ist auch möglich, selbst wenn das Gericht hier nicht eine öffentliche Ausschreibung machen
möchte, kann jeder bis 8 Tage vor der entscheidenden Sitzung sein Angebot unterbreiten. Diese Möglichkeit gibt es immer. Die ist in der Theorie gegeben, aber auch in der Praxis, dass ein Bewerber, der vielleicht nicht angesprochen worden ist, der vielleicht nicht den Ausschreibenden, den sie nicht auf dem Schirm hatten, der kann sich beteiligen. Und das führt dazu, dass häufig die Lösung auch optimiert werden kann. Also der Wert des Unternehmens, aber auch der nicht monetäre Anteil, also dass eben das Unternehmen weitergeführt wird, ist auf diese Art und Weise geschützt. Es gibt einige Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen, Grundsatzfragen, die auch die Richtlinie in seinem Entwurf berücksichtigt. Und das würde ich kurz zusammenfassen wollen, 6 Punkte. Der Grundsatzpunkt ist, dass wir die Frage stellen müssen, dass eben die Phasen der Sanierung und des Erhalts des Unternehmens im Vorfeld Verfahren sind, die zu einem Plan führen können, dass das Unternehmen seine Schulden zurückzahlt oder eben zur Abtretung zum Verkauf des Unternehmens. Darüber ist eben von Prepak ganz klar die Rede. Und dann gibt es noch die Liquidierung des Unternehmens durch einen Liquidator. In unserem System sind die Prepak oder die Phasen, eine Art Stillhaltephase, sind Phasen der Restrukturierung. Und in diesen Phasen wird eben eine vorgezogene Schuldensanierung durchgeführt. In Frankreich wie auch in anderen Ländern sind das 70-80% sämtlicher Fälle. Das habe ich jetzt soweit festgestellt. Im Bereich der Direktive, da ist die Preparation Phase, die Vorbereitungsphase. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier auf Englisch bringe, aber das steht eben auf Englisch da, die Vorphase. Und dann gibt es die Umsetzungsphase. Die wird auch wird im Englischen als Liquidierungsphase beschrieben. Das entspricht absolut nicht der Praxis, wie wir das haben. Also da würde ich vorschlagen, dass man das ändert. Preparation Phase ist gut, aber dann eben als Insolvenzverfahren, aber nicht die Liquidierungsphase bitte das benennen, weil die Besonderheit in Frankreich ist natürlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, dass wir diese Zwischenphase der Restrukturierung haben, die sehr viel stärker ist als bei uns als in anderen Ländern und die, finde ich, sollte eine Berücksichtigung erhalten. Gleiche Richtung. In der Direktive steht, dass die Auswahlkriterien beim Angebot, bei der Angebotserteilung, sollten diejenigen sein, die auch in der Liquidation Phase berücksichtigt werden. Also dort auch hier würde ich für Kohärenz plädieren, dass wir hier über die Insolvenzphase sprechen. Und das würde uns zu Pass kommen, weil ein Übernehmer im Namen einer Insolvenz, jemand, der das Unternehmen weiterführt, ist nicht immer derjenige, der den besten Preis bezahlt oder der die meisten Gläubiger befriedigt, sondern der die Überlebenschance des Unternehmens sichert, dass das Unternehmen weiterarbeiten kann über mehrere Jahre, vielleicht sogar über mehrere Jahrzehnte. Und dafür gibt es bei uns viele Beispiele. Also die Ernsthaftigkeit und die Lebensfähigkeit des Projektes wäre zu berücksichtigen. Die dauerhafte Sicherung auch der Arbeitsplätze, da meine ich nicht die maximale Anzahl von Arbeitsplätzen, sondern dass wir das ins Vergleich, in Verhältnis setzen, wie viel sozialer Aspekt ist in diesem Angebot, wie groß ist der soziale Aspekt, der in dem Angebot erwähnt wird, in Bezug auf alles andere. Wenn er sagt, ich werde 2/3 der Beschäftigten übernehmen beispielsweise
und der Rest wird dann eben entlassen werden. Auch da, wenn da noch ein Plan dabei ist, ist es gut. Also es geht nicht unbedingt zentral um die Befriedigung der Gläubiger, sondern die Gesamtheit des Projektes ist wichtig. Und ich finde, dass in der Richtlinie nur vom Preis gesprochen wird und das finde ich problematisch, weil wir hier die Sachen doch gerne in andere Wörter gefasst sehen möchten. Das sind alles sehr strukturierende Punkte, die ich hier erwähne. Das sind Prinzippunkte, Grundsatzpunkte, drei weitere eher technische Anmerkungen. In der Phase der Direktive ist sozusagen es gibt so eine Art von einer vorgezogenen Sanierungsphase, Orientierungsphase, wo eben auch die Verfolgung suspendiert wird. Im Text von 2022 steht, dass eine Bedingung für das Stay die Insolvenz ist oder eine zu erwartende Insolvenz, also Zahlungsausfall in dem Falle. Und ich glaube, gibt es ein Problem. In unserer Präventionsphase ist das Stay immer möglich, aber keine Möglichkeit der Zahlungsunfähigkeit, dass sie tatsächlich eintritt. Das ist ein Reibungspunkt, über den man diskutieren müsste. Ein weiterer technischer Punkt, und zwar ist das der Übergang der Verträge oder die Beendung von Verträgen. Im Projekt der Direktive gibt es Begrenzungen des freien Übergangs von Verträgen, intellektuell, also von Urheberrecht beispielsweise und Patenten. Unserer Meinung nach, aus französischer Perspektive nochmal, ist das schwierig. Es geht um die Effizienz, um die Umsetzbarkeit dieser Abtretung. Unser Recht erlaubt es, Verträge zu übertragen infolge eines Gerichtsbescheids. Und da gibt es auch im Grunde keine Begrenzung. Aber wenn es um das Auflösen von Verträgen geht, gibt es natürlich mehr Begrenzungen, mehr Arbeitnehmerschutz oder mehr Schutz insgesamt. Und die öffentliche Hand ist da immer stärker als das Handelsrecht oder das Gesellschaftsrecht. Und Sie kennen das auch als ein Grundsatzproblem letztendlich, das sich im Verfassungsbereich anzusiedeln lässt. Die Effizienz dieses Abtretens ist natürlich davon in Abhängigkeit, ob Patente oder Urheberrechtsnutzungsverträge mit übertragen werden können. Und die Frage ist natürlich auch noch die des Vorkaufsrechts der verschiedensten Beteiligten. Es dürfte dort eigentlich kein Vorkaufsrecht für die Bewerber geben, steht in dem Text. Das verstehe ich. Das ist ein bisschen läuft der eigenen Intuition zuwider. Aber was Vorkaufsrecht, die bereits bestehend sind, also an dritte Parteien, die nicht Bewerber sind, da müsste der Text sagen, dass diese Parteien, die ein Vorkaufsrecht gewissermaßen haben, einzuladen sind in das Verfahren, dass man sie anregt, daran mitzubieten. Und wenn sie nicht möchten, haben sie immer noch ein Vorkaufsrecht. Und das Projekt, das Gesetzesprojekt oder die Direktive wird dort nicht behandelt, dieses Thema des Vorkaufsrechts wird nicht behandelt von weiteren Dritten. Das finde ich ein Thema, das zu vertiefen ist. Letzter Punkt. Bisschen heuristisch, der Mechanismus von Stocking Force auf Englisch, das Beibehalten des Eingangsangebotes, das vom Insolvenzverwalter möglicherweise eben auch entgegengenommen wird. Danach gibt es eine öffentliche Versteigerung eventuell. Das erste Angebot muss behalten werden.
Und wenn die Person auch schon tätig war, muss es die Möglichkeit geben, sie für ihre Auslagen zu entschädigen. So, jetzt habe ich in der Zeit geschlossen und bedanke mich. Ja, vielen Dank, Christoph. Jetzt möchte ich Bart Hennings das Wort erteilen. Jetzt kommt das belgische Moment hinzu. Belgien steht sozusagen direkt in der Mitte, nicht nur geografisch, das versteht sich von selbst und das sehen wir auch alle, aber eben auch auf juristischer Ebene. Nun haben wir der dritte Berichterstatter ist auch Belgier in dem Bereich. Ich habe ihn auch schon getroffen und Belgien wird auch im dritten Semester 24, im zweiten Semester 24 und dritten Semester 24 den Vorsitz haben, sodass Belgien da auch sehr wichtig ist. Das sind alles die Gründe, weswegen Sie hier heute perfekt auf dem Stuhl sitzen und uns Ihre Bewertungen, Ihre Informationen aus der Perspektive der Insolvenzverwalter geben zum Thema Prepack, aber eben auch zum Thema des Richtlinienvorschlags. Ja, vielen Dank, Daniel, und vielen Dank auch an die beiden Vereine und beziehungsweise Strukturen, uns hier eingeladen haben. Ich werde jetzt, normalerweise wird sowas auf Englisch vorgetragen und ich werde das jetzt heute auf Französisch tun. Es tut mir leid, weil mein Deutsch ist fast nicht vorhanden. Deswegen werde ich auf Französisch sprechen. Man hat mich gebeten, einen belgischen Blick auf den Vorschlag dieser Richtlinie zu geben. Belgien ist wichtig, das habe ich gerade richtig gehört, was seine Strukturen angeht. Aber Belgien ist nicht der beste Schüler in diesem Kontext, was die Insolvenzpolitik angeht. Wir sind eines der 7 Länder, die noch nicht die europäische Direktive von 18 umgesetzt haben, Entschuldigung, 19, ich korrigiere mich, was die Restrukturierung angeht. Und wir haben da sehr lange gewartet. Und jetzt ist seit dem 20. März diesen Jahres erst ein Gesetzesprojekt vorgelegt worden, um die Umsetzung dieses Gesetzes weitergereicht ans Parlament. Da muss ich also sagen, dass ich etwas Abstand nehmen muss, um zu sagen, dass wir noch auf der Richtlinie von 2000, mit der Richtlinie von 2019 arbeiten, die noch nicht abgestimmt worden ist, die auch im Projektstadium ist. Wir denken, am 1. September müsste darüber abgestimmt worden sein und dann tritt es auch in Kraft am 1. September. Aber soweit sind wir noch nicht. Das bedeutet, dass zur Stunde das Ziel und die Möglichkeiten, die wir in Belgien haben, noch begrenzt sind. Wir haben die Direktive 2019 noch nicht umgesetzt. Zur Stunde gibt es in Belgien 3 Formen der Restrukturierung, der juristischen Restrukturierung. Die sind alle öffentlich. BRG 1, 2 und 3. Eins ist eine Übereinstimmung, Okay, maintenant je vous vois. Ah. Je vous avais pas vu encore. C'est la première fois que quelqu'un me dit je sais. Es ist das erste Mal, dass mir jemand sagt, dass ich sehr zu schnell rede. Ich rede auf Niederländisch sehr schnell. Das stimmt. Ich hätte gedacht, in einer Fremdsprache rede ich langsamer. Offenbar ist es nicht der Fall. Also danke für den Hinweis. Also PRJ3, mögliche Übertragung der Aktiva und Geschäftsbereiche des Unternehmens an einen Übernehmer. Kandidaten. Das sind alles öffentliche Verfahren. Es gibt keine Vertraulichkeit. Alles zielt auch ab auf Kontinuität der Geschäftstätigkeit. Daneben gibt es natürlich auch den allgemeinen Bankrott, Konkurs, die komplette Abwicklungsphase der Geschäftstätigkeit. All diese Verfahren erfüllen aber aus meiner Sicht nicht unbedingt die Voraussetzungen eines Prepack-Verfahrens. Es gibt keine vorherige Einigung zwischen den Parteien. Es gibt keine Ausführung danach unter der Aufsicht eines vorher vom Gericht ernannten Verwalters. Also
in Ermangelung eines vorherigen Pre-Pack- oder Vorbereitungsverfahrens hat man das oft als einen Mangel im belgischen Recht betrachtet. Man hat sich gesagt, das Tool fehlt uns in unserem System. Heute mit dem Entwurf der Umsetzung der Richtlinie aus dem Jahre 2019 wird es sich schon verändern. Aber es gibt auch schon, also im Rahmen der Corona-Pandemie hat man da schon sehr drunter gelitten. Und der Gesetzgeber hat sich da schon gesagt, gut, das gibt auch, das gilt ja auch für andere EU-Staaten. Wir werden unsere Unternehmen unterstützen, hat sich der Staat gesagt. Und wir könnten auch eine Art Pre-Pack-Verfahren in unser belgisches System integrieren in Bezug auf Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten befinden. Schon 2021 hat der Gesetzgeber also ein System eingeführt, nach belgischem Recht jetzt, gehört zum Insolvenzgesetzbuch. Und dadurch wurde eine Art Pre-Pack-System, aber nur für PRJ 1 und 2 eingeführt. Also nur, wenn danach mit den Gläubigern eine gütliche Einigung umgesetzt wird oder ein Sammelverfahren, das sich auf alle bezieht. Also nicht in Bezug, es ist nicht wirklich eine Übertragung der Aktiva oder der Geschäftstätigkeit, also kein wirkliches Pre-Pack-Verfahren im Rahmen einer solchen Umstrukturierung. Im März 2021, danke Daniel, war vorgesehen, dass dieses System nur für 2-3 Monate in Kraft bleiben sollte. 2021, da glaubte man noch die oder 20 glaubte man noch, diese Pandemie-Geschichte ist schnell erledigt in einigen Monaten. Also hatte man das System auch nur auf einige Monate veranschlagt. Dann wurde es verlängert, letztes Mal bis September dieses Jahres, weil inzwischen auch schon natürlich vorgesehen ist eine Änderung des belgischen Systems. Und die Anwendung der Richtlinie aus dem Jahr 2019 ist im Grunde in diesem Rahmen auch vorgesehen. Dass der Gesetzentwurf, der jetzt am 20. März auf dem Tisch lag und vorsieht, wie während der Corona-Krise eine Art Stufenplan mit einer öffentlichen Phase und einer sogenannten privaten Phase. Die verschiedenen Tools bleiben bestehen. Es gibt unterschiedliche Fassungen dieser Tools, die also ebenfalls in das belgische Recht integriert werden. Eine öffentliche und eine private Fassung. Während die also justizielle Übertragung, die besteht zwar noch, aber nur in der öffentlichen Fassung. Und das entspricht auch einer Bemerkung, die schon gemacht wurde von französischer Seite, das nur also in der öffentlichen Fassung, aber wird nicht mehr wahrgenommen als justizielle Umstrukturierung mit dem Ziel der Kontinuität des Unternehmens, sondern auch im Rahmen der Abwicklung bei einem Konkurs oder einer Liquidierung, die auf ein solches Verfahren folgt. Denn wir wissen, dass der belgische Gesetzgeber natürlich auch dem EuGH begegnen wollte. Plasse Sabeck, diese Entscheidung wurde schon angesprochen. Also die Umstrukturierung, die zu dieser Entscheidung, Plassers Entscheidung geführt hat. Wenn man mehr darüber wissen möchte, es gibt ein Panel, also ich möchte ein bisschen Werbung machen jetzt, der European Conference in Amsterdam im Oktober und ein Panel, wo es nur um dieses Thema gehen wird. Mit diesem Gesetzentwurf wird sich die belgische Gesetzgebung eher hinbewegen, auch auf ein Pre-Pack-System. Zum ersten Mal wird in diesem System eine Phase im Rahmen der Konkursabwicklung, eine Vorphase eingebaut, in Form eines neuen Gesetzesartikels. Zunächst mit der Aufforderung der Konkurserklärung. Das unterscheidet sich schon vom Entwurf der Kommission. Zunächst also wird der Schuldner, der wird die Konkurserklärung beantragen und vorher die Möglichkeit beantragen, herauszufinden, ob es auf dem Markt Übernehmer gibt, Interessenten gibt für die Geschäftstätigkeit seines Unternehmens. Erst danach findet die Abwicklung statt. Und es geht dann natürlich auch um die Beschäftigung, die erhalten bleiben soll. Dieser Punkt wurde hier ebenfalls schon angesprochen. Also erst diese beiden Phasen. Erst eine Phase der stillschweigenden Vorbereitung, vertraulichen, geheimen Vorbereitung. Und die Übertragung findet erst statt nach der Konkurserklärung im Rahmen der Abwicklung. Dieser
Entwurf, der jetzt auch im belgischen Recht vorgesehen sein wird, ähnelt doch schon sehr dem EU-Entwurf. Aber, und damit komme ich auch zum EU-Entwurf eigentlich, also aus meiner Sicht ist es immer noch nicht das Gleiche. Ich habe das gelesen, ich habe auch verstanden, was die Kommission und die anderen hier Anwesenden dazu gesagt haben. Aber ich denke, es gibt ein paar Ungereimtheiten im Entwurf, so wie er hier vorgestellt wurde. Aus meiner Sicht ist noch nicht ganz klar, ob dieses Verfahren, diese Vorbereitungsphase, ob die also geheim ist, privat ist oder nicht. Denn mehrmals Erwägungsgrund 25 des Entwurfs zum Beispiel, der vorsieht, dass man hohe Wettbewerbsnormen, aber auch Transparenzstandards garantieren muss. Also auf dem Markt, im Markt wirklich die Kandidaten suchen muss, ist logisch. Wir brauchen die Wettbewerb, den Wettbewerb. Aber aus meiner Sicht bedeutet dies ebenfalls, dass schon diese Phase, die Phase der Vorbereitung, nicht geheim bleiben wird, nicht vertraulich sein kann. Und es gibt, das ist ja vermutlich bekannt, auch Finanzinstitute, die in den Loan Agreements, den Darlehensvereinbarungen schon die Informationspflicht vorsehen in Bezug auf den Schuldner. Die müssen den Finanzinstituten zutragen, ob Schritte in diese Richtung übernommen werden. Also, es wird eine Marktinformation geben über das, was da vorbereitet wird, auch schon in der Vorbereitungsphase. Und aus meiner Sicht ist das nicht ganz klar jetzt im jetzigen Entwurf, ob das so privat bleibt und in welchem Maß das transparent ist. Und auch auf französischer Seite, ein anderer Punkt, der schon angesprochen wurde, das wirkt sich natürlich auch auf die Gläubiger generell aus. Die Gläubiger des Unternehmens, das Gegenstand dieses Verfahrens ist. Denn man muss wissen, nach der Abwicklungsphase im Prepack-Verfahren haben die Gläubiger ja nicht mehr viele Optionen. Das Gericht sagt, der Übernehmer sagt, diese Verträge werden auch mit übertragen, übernommen. Dann kann man die Verträge auf dieser Grundlage nicht weiterführen. Das belgische Recht hat auch ein ähnliches System, aber zumindest kann man nach belgischem Recht sagen, okay, wenn du die Verträge übernimmst, die laufen mit einem Gläubiger, dann übernimmst du auch die Zahlungsrückstände. Du kannst also den Vertrag übernehmen, aber auch alle Schulden, alle Verbindlichkeiten. Du bezahlst auch alles, was nicht bezahlt wurde in der Vergangenheit. Und das ist nach unserer Auffassung im jetzigen Entwurf nicht vorgesehen. Und das führt aus der Sicht der Gläubiger natürlich dazu, wenn es hohe Schulden gibt, dass ab dem Moment, wo sie darüber unterrichtet werden oder vielleicht Gerüchte bestehen im Markt, dass es vielleicht in einer absehbaren Zukunft in den nächsten Wochen, wir reden hier über Wochen, sowas gibt, dann wissen sie auch, dass nach der Abwicklungsphase, nach der Liquidierungsphase des Prepack-Verfahrens sie nicht viele Optionen haben, um den Vertrag zu Ende zu bringen. Sie haben auch nicht viele Optionen, was die Zahlungsrückstände betrifft, die nicht bezahlt werden. Es gibt auch Grenzen, an die Sie stoßen in Bezug auf Vertragskündigung. Der Entwurf sieht zudem vor, dass Lex Composus hier maßgebend ist, also des Gerichts, das das Verfahren eröffnet. Das ist dann das anwendbare Recht auch für Vertragsauflösung, also ein Gläubiger, der zum Beispiel hohe Liefermengen liefert, hat hohes Interesse an einer Kontinuität, der aber die nicht, also dem, was das Schuldnerunternehmen betrifft, völlige Drittpartei ist. Und der hat dann auch nicht mehr die Möglichkeit, sein eigenes Recht anzuwenden, seine eigenen Verkaufsbedingungen, allgemeinen Verkaufsbedingungen. Weil jetzt im Entwurf vorgesehen ist, dass nur Lex Composus, also nur diese Gerichtsbarkeit zuständig geht oder das Recht dieses Standorts zuständig ist. Auch wenn die Gläubiger nach amerikanischem Recht auftreten oder englischem. Also all das, also ab den ersten Gerüchten im Markt konnte die Gläubiger dazu veranlassen, den Vertrag vorher schon zu kündigen, schon in der Vorbereitungsphase. Und deshalb fürchte ich, und das haben wir auch schon erwähnt, haben wir auch in Belgien hier schon gesehen, fürchte ich also, dass der Entwurf sich selbst auflöst. Natürlich zielt man mit dem Entwurf auf die Kontinuität ab,
aber es gibt Lieferanten, wichtige Lieferanten und Gläubige des Unternehmens. Wenn die den Vertrag vorher auflösen, schon in der Vorbereitungsphase, fürchte ich, dass eben dieses Ziel nicht erreicht wird. Das waren einige Kommentare zum Entwurf. Vielen Dank. Merci pour votre français qui est impeccable en fait. Danke für Ihr wunderbares Französisch, einwandfreies Französisch, wenn auch etwas zu schnell. Ich hoffe nur zu Beginn. Gibt es jetzt hier im Saal irgendwelche Reaktionen oder Fragen? Bevor Herr Wondracek dann abschließt. Ja, vielen Dank für die anregenden Beiträge. Mein Name ist Andrei Wroblewski, ich bin aus Frankfurt am Main vom Vorstand der IG Metall, also der Industrial Labor Union, I don't know the exact word in French. Ja, also vieles ist schon gesagt worden. Also auch, also natürlich ist eine Beschleunigung eines Verfahrens immer zu begrüßen, eines Insolvenzverfahrens, insbesondere wenn es nicht die reine Liquidation ist. Aber hier ist der Teufel im Detail und ich glaube, dass der Stein ins Wasser hier ein bisschen schnell geworfen wurde. Die Vertragsübertragung, das wurde ja bereits genannt, also Artikel 27 und 28 des Richtlinienentwurfs, kann wohl nicht ernsthaft auf Arbeitsverträge bezogen sein. Denn damit hätten wir einen offensichtlichen, groben Verfassungsverstoß auch gegenüber der Grundrechtecharta. Also einem Arbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis mit einem anderen Arbeitgeber zwangsweise zu oktroyieren, ist meines Erachtens nicht denkbar. Also das ist der wichtigste Kritikpunkt aus unserer Sicht. Ansonsten die Gläubigerbeteiligung, beziehungsweise ich würde sogar sagen Stakeholderbeteiligung, weil in Deutschland haben wir im Gläubigerausschuss auch Arbeitnehmervertreter von Gewerkschaften. Diese Gläubigerbeteiligung würde hier, meine ich, empfindlich und nicht berechtigt ausgeschlossen werden, wenn ohne Gläubigerbeteiligung der Monitor benannt wird und der später auch der Verwalter wird des Verfahrens. Das hieße, wir hätten in Deutschland haben wir einen Einfluss des Gläubigerausschusses eben mit Arbeitnehmervertreter auf die Person des Insolvenzverwalters oder Sachwalters. Das wäre meines Erachtens nach dem Entwurf zumindest stark gefährdet, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Und das wäre meines Erachtens ein grober Rückschritt der Stakeholder-Beteiligung im Verfahren. Danke. Danke schön. Okay. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Sager. Ich bin vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, Bonk Kooperativ. Vielen Dank erstmal für Ihren interessanten runden Tisch und die vielen Positionen, die hier vorgetragen worden sind. Ich möchte einige Gedanken aufgreifen, die zum Ausdruck gebracht worden sind. Zunächst, Herr Wondracek, Sie haben eine Vogelperspektive eingenommen zu Beginn. Und wenn ich daran jetzt etwas Kritik übe, dann ist das keine Kritik an Ihnen oder an Herrn Dr. Stein und Ihren Kollegen, sondern eine grundsätzliche Kritik an der politischen Grundentscheidung zu diesem Thema. Sie haben gesagt, das ist aus der Kapitalmarktunion entwickelt worden. Und wie vielleicht einige hier im Raum wissen, es gibt neben der Kapitalmarktunion auch eine Bankenunion. Und wenn ich das Thema Insolvenzrechtsharmonisierung irgendwo verortet hätte, dann hätte ich das in der Bankenunion verortet. Da geht es nämlich unter anderem um die Abwicklung von Kreditinstituten oder die Rettung von gefährdeten Instituten. Und da haben wir durchaus Diskussionen, auch im Zusammenhang mit der Einlagensicherung, die wir übrigens vehement ablehnen, die europäische Einlagensicherung. Aber da hätte ich mir Ansatzpunkte vorstellen können, wo man das Insolvenzrecht harmonisiert. Jetzt kommt der politische Impuls aus der Kapitalmarktunion. Und wenn man sich den Richtlinienvorschlag ansieht, enthält er eigentlich überhaupt gar keine Regelung zum Kapitalmarktrecht. Finanztermingeschäfte beispielsweise sind überhaupt nicht erwähnt.
Und die Richtlinie, wie sie jetzt aufgemacht ist, würde ich mal bezweifeln, ob die Europäische Kommission hier überhaupt eine Kompetenz aus den europäischen Verträgen hat. Damit will ich nicht sagen, dass die Europäische Kommission überhaupt keine Kompetenz im Bereich des Insolvenzrechts hat. Es gibt Regelungen im Insolvenzrecht, es gibt auch materielle Regelungen im Insolvenzrecht, zum Beispiel die Finanzsicherheitenrichtlinie, die ja schon seit über 20 Jahren existiert. Aber diese Regelungen, die hier aufgemacht werden, die zeugen doch eher von dem politischen Willen, einen Schritt weiterzukommen, sich eine Kompetenz zu schaffen, als tatsächlich Probleme zu lösen. Denn ein Problem, dass Investoren nicht in anderen Ländern investieren, wenn es eine solche Regelung nicht gibt, glaube ich, die ist etwas konstruiert. Auch die Frage des Forum-Shoppings, das zu verhindern, da gäbe es sicherlich auch andere Regelungen als diese Regelungen, die hier gemacht worden sind. Und wenn ich ein Wort von Herrn Thévenot auch noch aufgreifen darf, Sie haben gesagt, dieses Verfahren, dieses Prepack-Verfahren, das erinnert Sie an das französische System. Auch uns erinnert einiges in diesem Richtlinienvorschlag an ein deutsches System. Und da kann man natürlich sagen, wir müssen uns da jetzt nicht so sonderlich dagegen stellen, weil wir das kennen und das passt ungefähr so in unser System. Aber die Frage ist doch, ob wir auf diesem Weg weitergehen wollen, das Insolvenzrecht auf diese Weise weiterentwickeln wollen oder ob wir nicht am Anfang erstmal eine Problembeschreibung machen müssten, was wollen wir und dann die Lösung suchen und nicht erst die Lösung suchen und dann uns die Probleme dazu aussuchen. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Pavel Kuglasch von der Anwaltskanzlei Tatara. Auch Vorsitzender im Allerhand-Institut für Insolvenzrecht. Also ich kann mich auch wiederfinden in dem, was Herr Thévenot dann gesagt hat, nämlich wir haben in Polen seit 7 Jahren ein Prepack-Verfahren, zum Teil an dem französischen oder dem amerikanischen Muster konstruiert. Und ich möchte 3 Punkte erwähnen. Eins, was Herr Wróblewski angesprochen wurde, die Arbeitnehmerrechte. Also die Kanzlei Tatar hat, glaube ich, 30% aller Prepack-Verfahren in Polen durchgeführt. Und das ist eine der Gretchenfragen, wie man die Arbeitsplätze sichert. Und eben Prepack-Verfahren dient diesem Zweck, die Arbeitsplätze sichern. Ja? Weil sonst, wenn das Unternehmen insolvent geht, dann sind keine Arbeitsplätze gesichert. Deswegen ist die Frage alles oder nichts. Sonst gehen wir in die Richtung, Operation ist gelungen, der Patient ist tot. Ja? Und Prepack-Verfahren sollte eben das verhindern. Und die Entwicklung in Polen, wo man zusätzliche Ausschreibungserfordernisse gestellt hat, zusätzliche Vadium-Erfordernisse, führte dazu, dass der Prepack gekillt wurde. Und der Auslöser war, kann man sagen, Belgien, weil Belgien und Holland, das war die Grundlage für die Rechtsprechung des EuGH. Was in Polen falsch verstanden wurde, hat man zusätzliche Bedingungen eingeführt. Prepack funktioniert nicht. Ein wichtiger Aspekt ist, was Herr Thévenot auch angesprochen hat, nämlich das ist die Berücksichtigung der Parteien, die Vorkaufsrechte haben. Also das glaubt, dass diese Idee gefällt mir sehr gut. Da sollte man das machen. Und es gibt einen Hauptunterschied zwischen dem Prepack-Verfahren und M&A. Deswegen bin ich nicht einverstanden in dem, was Bart gesagt hat. Sonst haben wir, wenn alle Verträge übernommen werden sollten, mit allen Verbindlichkeiten, da haben wir überhaupt kein Insolvenzverfahren. Ja? Das ist ein M&A. Aber bei Prepack-Verfahren geht es darum, dass ein Unternehmen sichert, Arbeitnehmerrechte sichert und das Unternehmen aufrechterhalten bleibt. Und noch ein anderer Aspekt, was in Polen nicht berücksichtigt wurde, das ist nämlich die Rückerstattung der Kosten für den ersten Investor. Weil er, wenn er in die Vorleistung geht, ja, und dann keine Kosten rückerstattet werden, das würde das ganze Prozess verhindern. Insofern würde ich sagen, im 18. Jahrhundert wurde der französische König Louis der Sonne, ja, wollte unbedingt Dichter werden, ja, und hat gefragt, ja, seinen Dichter am Hof, wie gefallen Ihnen meine Gedichte? Er sagte, Sie sind allmächtig, Sie können alles schreiben. Sie haben schlechte Gedichte gemacht, weil Sie allmächtig sind. Und der Richtlinienvorschlag in diesen Punkten
ist ein gelungenes Gedicht. Aber in dem Punkt zum Beispiel besondere Regelungen für Kleinunternehmen, das ist ein schlechtes Gedicht. Deswegen hoffe ich, dass wir dem guten Dichter folgen. Danke. Ja, dann soll der Sonnengott doch bitte die Zusammenfassung unseres Panels hier liefern. Vielen Dank für alle Beteiligten auf dem Panel, aber auch hier im Saal. Das waren alles sehr interessante Sätze und Gedanken, die hier zu Gehör gebracht worden sind. Jetzt versuchen wir, das Ganze zusammenzufassen. Ja, vielen Dank. Ich versuche auch gleichzeitig, zumindest in Teilen, auf die gestellten Fragen zu antworten. Eine vollständige Antwort wäre wahrscheinlich etwas länger und würde die Minuten übersteigen, die wir hier haben. Also die Diskussion ist sehr lebendig gewesen. Viel Lärm um nichts ist die Überschrift unserer Diskussion und ich glaube, viel Lärm um relativ wenig. Es ist schon etwas da. Mit dem Pripak haben wir ein zentrales Thema. Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass es nicht einfach umzusetzen. Das Ende ist häufig schwierig, aber es ist etwas, was wir brauchen oder was wir brauchen würden in Europa beim europäischen Markt. Die Fragen, die etwas spezifischer waren, da muss man natürlich das Territorium begrenzen. Es gibt immer einzelne Bedingungen, inwiefern ist die Insolvenz wahrscheinlich oder nicht. Der Übergang von einem eines kranken Unternehmens, da bestehen Unterschiede und die müssen auch gemacht werden. Auch im Rahmen des Prepack muss die Situation genau angeschaut werden. Inwiefern es im Vorfeld schon eine Restrukturierung gibt, das, was wir 2019 in der Direktive gesehen haben. Wir brauchen ein gemeinsames Territorium, einen gemeinsamen Grund, um uns zu verstehen. Und deswegen gibt es einzelne Trennungen zwischen der Vorphase und der tatsächlichen Abwicklungsphase. Brauchen wir, um auf die Fragen zurückzukommen, den Gläubigern mehr Rechte geben in den Verfahren? Nach meiner Erfahrung mit der Direktive, die die Restrukturierung vorsieht, da sind Beschäftigte, beispielsweise Gläubiger, die öffentliche Hand, jeder möchte mehr Rechte haben. Und es ist für uns natürlich eine Aufgabe, hier das Gleichgewicht zu finden zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Ich möchte auf die Frage zurückzukommen, was die Gläubigerversammlung angeht. Wir hatten in der Direktive vorgesehen, weil einige Leute gesagt haben, wir möchten keine Gläubigerversammlung, wie wir darüber umgehen. Andere sagen wiederum, es ist man braucht dringend eine Gläubigerversammlung. Das kann absolut nicht ausgelassen werden. Das ist für uns natürlich jetzt sehr schwierig, da eine Lösung zu finden, die allen gefällt und die auch im Europäischen Parlament alle gefällt. Jetzt hatten wir noch die sind die Ausschreibungen öffentlich oder sind die nicht öffentlich? Wir haben versucht, den Vorteil aus beiden zu suchen. Wenn Sie den Prepack vorbereiten, ist es besser und schafft mehr Vertrauen, als wenn alle erfahren, hier gibt es große Schwierigkeiten, das Unternehmen schlingert und wahrscheinlich wird es scheitern, insolvent werden. Es gibt Diskussionen über die Übernahme, da wird der Preis sofort steigen oder fallen, wird der Preis sofort darauf antworten, wollte ich sagen. Und wir hatten vor, der Vorteil, dass stillschweigende, diskrete Abgaben von Angeboten eben mit sich bringen,
wenn das eben nicht allgemein bekannt ist. Wie kann man den besten Preis bekommen, wenn es die meisten Angebote gibt, wenn es Wettbewerb gibt? Ist natürlich auch ein Marktgesetz. Deswegen in einer zweiten Phase wollten wir den Vorteil des Wettbewerbs nutzen, dass es eben eine öffentliche Versteigerung ist, um das stillschweigende und vertrauliche Moment der ersten Phase zu überwinden. Es sind zwei Prinzipien, die einander eigentlich ausschließen, die einander gegenüberstehen. Es gibt immer die Möglichkeit, es zu verbessern im Prozess. Jetzt den Übergang von Übertragung von Verträgen. Natürlich läuft das komplett dem allgemeinen Prinzip der Vertragsfreiheit zuwider, aber aus einem guten Grund, denn aus ökonomischen Gründen und sozialen Gründen sind diese Gründe sind wichtiger als die Vertragsfreiheit von Individuen. Aus einer juristischen Perspektive wissen wir, dass es das gibt in Frankreich, weniger häufig in Deutschland. Es gibt es aber auch in anderen Ländern. Aber auch das gehört genau zu den Gründen, weswegen wir die Europäische Gemeinschaft gegründet haben und weswegen wir heute hier sind, damit wir eben einen Konsens finden, der am Ende nicht den Patienten auf dem OP-Tisch tot zurücklässt. Von wegen Operation gelungen, Patient tot, wie vorhin schon zitiert. Und noch eine letzte Bemerkung. Wir versuchen neben der Direktive auch gleichzeitig noch Daten zu erheben, was die Insolvenzverfahren und die Restrukturierungsverfahren angeht in den Mitgliedstaaten. Und wir sehen, dass es sehr, sehr wenig dass die Zahlen im Missverhältnis sind. Es wird immer seltener Restrukturierungsprogramme geben als Abwicklungen. Um einige Zahlen zu geben, vorläufig natürlich, ich denke, dass die Herausforderung, die hier Prepex mit sich bringt, dass wir das diskutieren, nicht nur eine Diskussion zwischen Fachleuten ist, sondern eine allgemeine Diskussion, die auch die Gesellschaft erreicht, dass es ein wichtiges, gutes Tool ist, dass es eine gute Methode ist, die in die richtig gute Richtung weist und die viele Möglichkeiten eröffnet. Denn nach vielen Jahren kann ich sagen, dass das nach vielen Jahren der Beobachtung kann ich sagen, dass sich das auch sehr bald dann eingespielt haben wird. Das wird in einigen Jahren auch als normal empfunden werden innerhalb des europäischen Marktes. Wie ein Unternehmen eben ohne seinen Wert zu verlieren, überführt werden kann in dem Moment, damit auch der Wettbewerb aufrechterhalten werden kann. Selbst Unternehmen, die bereits in Schwierigkeiten stecken. Aber sie dürfen halt nicht schon komplett tot sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Kollegen machen dann in der nächsten Diskussion weiter. Mein Kollege Panchi Dani, der auch hier ist, oder Andreas Stein auch, der Leiter unserer Abteilung ist, der wird sich auch äußern. Ich hoffe, dass Stein nicht hier einen Stein ins Wasser werfen wird. Die Franzosen haben nicht lachen können. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank den vier Panelisten hier. Das war alles von sehr hoher Qualität, sehr überzeugend, sehr interessante Dinge. Viel Lärm um nichts. Natürlich, wir zitieren hier Shakespeare, wie Sie alle mitbekommen haben werden. Aber das ist eben jetzt die Gelegenheit gewesen, mit dem ersten Panel bereits voll in das Thema einzusteigen, das uns heute interessiert, nämlich die neue Direktive. Jetzt haben wir eine Pause, die vorgesehen ist. Und ich habe ein kleines Problem, weil im Französischen
Programm steht Pause und im Deutschen steht Kaffeepause. Teilen denn die Deutschen mit uns ihren Kaffee, der bei Ihnen drin steht? Danke. Vielen Dank allen Beteiligten und den Panelisten.